Aktuell schon den Einzug vom SV Werder sind die Vorzeichen. Wie in den 2-1 und vorher sicherlich sehr, sehr oft. Schritte, um zu zeigen, ich bin hier. Ja, Tokic auch einen sehr relativ kurzen Ballwechsel geprägt bisher. Einfach die Körperspannung deutlich länger aufrechterhalten. Und jetzt der erste Satz für Bojan Tokic. Vorhand, Diagonale fühlen sich beide eigentlich auch durchaus wohl. Bei Hunos Hoc. Manchmal ist das einfachste Mittel einfach das Beste. Sehr gut gespielt. Leicht zurückzukommen ins Spiel. Sehr gut. Er spielt auch wirklich gut. Muss er sich im dritten Satz einfach auch so ein bisschen präsentieren und sagen, okay, wenn ich das Spiel wirklich jetzt noch drehen will, dann muss ich mich jetzt hier anders präsentieren. Muss ein Chance zu haben, ins Spiel zurückzukommen. Ja. Ja. Da hatte man eigentlich mehr gehört als gesehen. Jetzt letztlich kommt er bei 8-8 wieder mit dem Vorhandaufschlag als Variation. Gute Variation. Und zum Abschluss nochmal einen schönen langen Ballwechsel. Ja. Und das war der beste Ballwechsel, ich will mal sagen, bislang fast des gesamten Spiels. Unglaublich hohes Niveau. Ich hatte auch schon auf den Lippen wie du, Mensch, hier aus diesem Rückhand, das ist dann der Ballwechsel von Bojan Tokic. Aber super, wie die sich jetzt hier fast athletisch, nicht fast athletisch, sondern natürlich athletisch, wollte sagen fast zirkusreif, durch die Box jagen. Und dann nimmt er den, nachdem er den Matchball mit so diesem wirklich längsten Ballwechsel, vielleicht den besten Ball. Ja, weggehen und andersrum, wie manchmal Dinge, die man sehr, sehr gut gespielt hat, wie jetzt zum Beispiel diesen Ball, der sich dann doch noch zugunsten von Sotsch entwickelt hat oder gestaltet hat. In welcher Geschwindigkeit ist Sotsch dann Topspin spielt, denkt man, müsste eigentlich jetzt auch. Ne? Er spielt vielleicht einen Tick schlechter, nicht viel schlechter, nur einen Tick schlechter. Aber es reicht auch. Jetzt im Augenblick Bojan Tokic, ja, ich will mal sagen, ein wenig in sich zusammenbricht. Ja, ja, aber so einen gepressten Flip und jetzt spielt er den Ball eigentlich nur übers Netz und den er vielleicht auch jetzt seinen Gegner ein bisschen überraschen kann. Ja. Das macht er sehr gut. Endspiel. Er hat 2-3 Bälle vorbereitet, um dann in der Vorhand abzuschließen. Oh. Aggressiven Flipball kommen. Falsch. Unglaublich. Bojan Tokic in dieser verrückten Partie. ASV Grünwettersbach legt und nicht.